Ja, hallo, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 120. Das Ganze ist mal wieder ein Wochenupdate und zwar Freitag 16 Uhr pünktlich für euch hochgeladen. Und heute ist mal Schluss mit Elektrik, heute wird mal wieder gebastelt. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich habe allerdings am Anfang der Woche noch ein bisschen was Elektrisches gemacht. Das zeige ich euch heute aber nicht, das kommt irgendwann jetzt mal. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Im Hintergrund geht sowieso schon los. Wir sehen auch, was da steht. Ich habe ein neues Problem. Ich muss ein Problem beseitigen, ein Problem wegmachen. Das, was mich hier ziemlich stört. Ihr seht schon, ich habe hier jede Menge Holz mir hingelegt. Und ja, ich wurde gefragt, warum und wie, beziehungsweise wo, das muss doch ein Vermögen gekostet haben. Ja, Vermögen kostet sowas mittlerweile schon alles. Aber ich habe es vor 2 Jahren gekauft, da war es noch ein bisschen günstiger. Was heißt, günstig war es noch nie, aber zumindest war es da noch erschwinglicher, als es jetzt ist. Und deswegen habe ich schöne Vorräte da und kann auch anfangen zu basteln. Was will ich diese Woche machen? Was ist mein Problem? Ja, mein Problem ist ganz einfach, das habe ich aber auch schon 100-mal genannt, mindestens hier in meinen Videos. Ich komme nicht unter meine Anlage. Das heißt, keine Angst, ich schweife nicht schon wieder aus, sondern das Problemchen ist, wenn mir bei einem meiner vielen Strecken, wie eben da unten drunter, wo ich gerade am Friemeln bin, geht ja ein Gleis lang. Und wenn da irgendwas passiert, hier geht's noch, das ist eine gerade Strecke, das heißt, da kann ich gerade fahren. Aber auch auf der linken Seite, das werden wir nachher noch sehen, wenn da mal was passiert, wenn mir da ein Zug entgleist. Ich habe zwar zugesehen, dass unter den Tunneln, ja, ich habe eine einzige Weiche unter einem Tunnel sitzen. Da komme ich aber ran, weil ich dann muss ich über die Fabrik oben gehen, da kann ich die beiden Module abheben und da kann ich dann drunter greifen und könnte dann eventuell einen verunglückten Zug daraus holen. Aber es ist ja auch die Frage der Reinigung. Das hatte ich ja schön die Woche gesehen bei... Oh, das habe ich schon wieder vergessen von wem. Ist egal, ich verlinke es vielleicht nochmal unter dem Video. Wir hatten ja kurz noch geschrieben über die Kommentare wegen der Reinigung in dem verdeckten Gleisabschnitten. Und das ist ja das nächste Problem. Du musst ja irgendwie immer an die Gleise rankommen, wenn mal was ist. Und ich komme ja von der Anlage von hinten nicht ran, von links nicht ran, von rechts nicht ran, von unten nicht ran, von oben auch nicht. Da ist auch zu, da ist ein Himmel drüber. Ich komme nur von vorne ran. Und auch dort nicht von überall, nämlich von links, komme ich nur, wenn wir das, was wir da hinten sehen, ja, die Holzplattform, da komme ich von links auch nicht ran. Da komme ich nur von dieser Anlagenseite aus ran. Und wenn da mal was ist oder ich möchte noch ein Lämpchen anbringen oder irgendwas anderes, muss ich Modulteile abnehmen können, von der Anlage abnehmen können, muss die hier im Zimmer irgendwo hinstellen können und baue und demontiere so nach und nach meine Anlage im Grunde genommen, so dass nachher zum Schluss immer nur noch ein Gerippe stehen bleibt mit Gleisen. Also ich kann wirklich die gesamten, die gesamten Anlagenbereiche kann ich abnehmen. Das heißt nicht, ich baue keinen Berg, der Berg ist dann da und ich kann da drunter krabbeln, das geht nicht. Ich kann den kompletten Teil abnehmen, kann den irgendwo hinlegen. Und das baue ich jetzt hier gerade für die Stelle hier unterhalb der Arkaden. Also hier vorne ist ja, wo der Stift liegt, ist ja das Modul. Und das etwas matt-schwarzere, wo ich gerade da aufklebe, das sind ja abnehmbare mit Magnethaltern Teile, die ich so wegnehmen kann. Das heißt, ich muss das, was ich jetzt da anbaue, wegnehmen, dann kann ich das nächste anheben. Das heißt, ich habe wie so ein riesen Puzzle irgendwann mal, was ich hier als Modellbahnanlage stehen habe, was aber den riesigen Vorteil hat. Die ganzen Module, die ich baue, die kann ich nochmal bauen. Das heißt, ich kann das Thema meiner Anlage komplett ändern. Das heißt, ich nehme diesen Teil weg, baue neu, habe ich wieder was zu zeigen im Video, wenn mal die Anlage irgendwann fertig ist, baue was Neues, babs hin. Das heißt, ich kann das ganze große Modul austauschen, ich kann die vielen kleinen Module austauschen. Das wären wohl unterm Strich bestimmt, wenn ich mal ganz grob überschlage, 20 Module wären, die in dieser Anlage vereint sind. Natürlich muss man irgendwann mal wissen, wie das Ding zusammengebaut wird. Ich hatte nämlich einen wunderschönen Bereich, da kommen wir heute noch nicht zu, da bin ich gerade am Tüfteln. Um bei der alten Wartungsstelle oder die alte Wartungsstelle wegzunehmen, muss ich zum Beispiel ein Tunnelportal wegnehmen. Dann kann ich das seitlich rausklinken und rausziehen. Das sehen wir heute nicht. Das machen wir irgendwann mal. Ich muss erstmal hier was tun. Und das, was wir jetzt hier sehen, im Grunde genommen habe ich nur vorbereitet. Ich habe oben wie so ein L-Profil gebaut, da wo die größeren Klammern dranhängen. Da ist wie eine Holzleiste, oben etwas größere Deckleiste und da kann ich das dann so reinstellen. Und unten sehen wir es schon, hatte ich ja gemacht, diese Leisten, die da unten aufgebracht sind, das sind sozusagen die Anlegestellen oder die Anlagestellen, ist egal.
Das wird praktisch unten ran gemacht und wird oben reingedrückt. Zudem bekommen die an manchen Stellen auch noch Magnete dran. Das heißt, wenn ich es ranstelle, ranmache, macht das leise Klick und dann ist das Modul im Grunde genommen schon fest. Die Form, die ich jetzt hier baue, das heißt der Hintergrund dieses mit den Stangen, das ist nicht die Form, wie später die Landschaft sein wird. Das ist nur die Rückseite von dem, wo ich sozusagen jetzt hier vorne noch was dran bauen werde. Also das Modul oder das abnehmbare Teil ist dann größer, das ist kompakter und das ist dann wie gesagt mit einem Stückchen Landschaft. Natürlich kann ich da keine Echtsteine mehr verbauen wie oben. Vielleicht mache ich da mal was, was der Valentin gemacht hat mit dieser Holzkohle. Muss ich mal überlegen. Der hat mich auf die Idee wieder gebracht. Das kannte ich schon, aber ich fand die Idee irgendwie ist die mir im Kopf verschwunden im Laufe der Zeit. Und das ist ja schön leicht, ne? Und das ist ja, ja, mal gucken, was ich mache. Wir sehen es schon, ich praktisch hier die obere Leiste, die untere Leiste, wo ich das dann, hier sehen wir schon, dran klicken kann, von unten, von oben leicht reingedrückt. Das hält im Grunde genommen auch schon ohne Magnete. Vielleicht lasse ich es sogar weg. Ich habe das wirklich so passgenau gemacht, dass das sogar so geht. Und da hinten seht ihr schon, muss ich um die Ecke gehen, das ist ein bisschen asynchron. Und ja, auf jeden Fall wären das jetzt schon mal zwei Module, die ich jetzt hier habe. Einmal das große lange, da kommt natürlich, wie gesagt, Landschaft dran. Das wird so ein bisschen schräger nach unten gehen oder vielleicht auch abgewinkelt mit einer Straße, die hochgeht. Da kommt vielleicht auch Häuschen noch dran, irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte es erstmal nur zu haben. Ich wollte, wie gesagt, auch das mal so weit haben, weil ich sagen kann, okay, dahinter ist jetzt alles, was Tunnel ist. Man sieht das dann, dass ein Tunnel ist. Man wird immer leicht konfus, wenn man das alles so sieht. Ihr seht, auch das ist mit magnetischen Haltern festgemacht. Da hinten diese Plattformen, die hintere auch. Die obere da, wo das Tunnelportal dran ist. Die wird übrigens die komplett anders gebaut. Die ist schon gar nicht mehr in der Form existent. Die habe ich hier drüben stehen. Da klebe ich gerade was dran. Da kommen noch mehr Portale rein. Ich habe mir da ein bisschen was überlegt, dass ich die ganze Ecke so ein bisschen entschärfen kann da oben, dass es ein bisschen hübscher wird. Und aber da kommen wir später mal zu. Ich habe das jetzt hier, weiß gar nicht, ob ich das hier, warte mal, ich bin gerade aus dem Bild gehuscht, nur mal so am Rande, kann man das so sehen? Hier bin ich gerade beim Bauen, da sieht schon wieder ein bisschen anders aus, aber ja, ist egal, kommen wir später mal zu. Guck mal, da unten ist auch magnetisch abnehmbar, ja, diese Plattform, die hat gar keine Aufgabe mehr, das heißt, die sehe ich von der Anlage gar nicht, weil die drei Streben, die da so schräg runtergehen, die sind fest, weil unten, wo die Gleise liegen, mit der Weiche da, das ist statischer Bereich, ja, und wir sehen, wie ich das alles jetzt hier einbaue, auch das ist magnetisch gehalten, das schiebe ich hinten rein, das habe ich alles so gebaut, dass das wirklich schöne Passformen sind, klicke das drauf, fertig. Und jetzt kommt noch das asynchrone Teil hier vorne rein. Also alles, was ich da hinten habe, wie gesagt, wird beweglich sein, also abnehmbar sein. Außer das mit den Schrägen, wo die drei langen Leisten lang gehen. Und hier vorne im Grunde genommen, das, meine Tür könnte ich zumachen. Genau, was wir jetzt hier vorne links sehen, da ist es gerade dunkel geworden. Kommt ein Berg von dran, der ist auch abnehmbar, so dass ich von dort aus auch immer wieder in meine Elektrik reingreifen kann und nicht nur durch die Tür zugreifen muss. Wir sehen mein Wartungslicht, was ich ja gerade ausgemacht habe. Das heißt, wenn ich meine Entgleisung da unten drunter habe, dann kann ich jederzeit mal ein Licht anmachen. Das habe ich euch aber auch schon zigmal gezeigt und kann so immer in die Tunnel reingucken, was da irgendwo los ist. Das Ganze wird von vorne von dieser Stellpultgeschichte damit gesteuert. Da ist ein kleiner Schalter dahinter. Und ja, hier sehen wir jetzt, wie ich mir wirklich ein Abkämpfe da, dieses Tunnelportal hier unten ranzukriegen, weil der Bereich, wo ich gerade das hier genau da oben, wo ich diesen Winkel angelegt habe, da muss ich auch noch reingreifen können. Das Tunnelportal wird in dem Fall fest verankert, festgebaut werden unten, aber oben drüber rein, also über diese, unter dieser Platte, die ich da auch abnehmen kann, die helle Holzplatte da oben, kann ich komplett reingreifen, das kann ich alles wegnehmen. Das war das, was ich vorhin sagte. Ja, wie gesagt, das Portal da unten wird fest. Und jetzt musste ich aber erstmal feststellen, ja, mein Portal ist schief, war mir aber auch irgendwo klar, weil ich habe ja da unten lediglich aus Dachlatten drei Stück oder was, das war mir ja eine Schräge gebaut. Und der Zug, der hat eine leichte Überhöhung. Das heißt, wenn der da hinten um die Ecke fährt, so ums Eck, hat eine leichte Überhöhung, ja, also da kann dann relativ schlecht rausfallen, wenn ich zu schnell reinfahre, deswegen habe ich das gemacht. Und sieht man jetzt nicht, das hat nichts mit der Anlage zu tun, das ist tatsächlich nur für den Fall, hier stelle ich die 4 mm ein und teste mal so ein bisschen, ob mein Haufen da, den ich dahin schmiere, gerade auch die 4 mm einhält, die ich da ein Stückchen hoch muss. Ich habe das, glaube ich, 5 gemacht, so dass ich es noch genau anpassen kann, so ich dann ein bisschen wegschmirgeln und dann habe ich das nachher schön gerade, das Portal, und dann passt das irgendwo. Hier sehen wir schon, wie es ein bisschen angetrocknet ist. Ich habe es leicht auf diesen feuchten
ein bisschen reingedrückt, schon ein bisschen angepasst alles, so dass ich da nicht so viel abfeilen muss. Und da kommt sowieso ja nachher dann alles mögliche noch drüber, Schotter und Gras. Und das kennt ihr alle selber, Erde. Und aber so wird es aussehen, da kommt es praktisch hin. Und ja, wie gesagt, ihr seht auch, dass ich da an dem einen Ständer so ein bisschen ausgesägt habe da links, dass ich ein bisschen mehr Platz habe zum Reingreifen. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen aus der Nähe. Hier kommen nochmal ein paar Impressionen von dem ganzen Bau. Das war ein Krampf, kann ich euch sagen, weil die kleinen Streben, bis die geklebt haben, war das alles wackelig. Jetzt ist das bombenfest, jetzt kann ich das richtig verdrehen, da passiert gar nichts. Wird aber später ja sowieso noch fester, wie gesagt, wenn der ganze Vorbau da dran kommt, dann ist das sowieso alles eine Einheit irgendwo. Vielleicht kommt sogar noch mal eine Bodenplatte mit dran, die dann auf diesen austauschbaren oder auf diesen magnetgehaltenen Platten da hinten drauf kommen. Und dann ist das sowieso alles noch mal irgendwo fester. Ich muss ja auch irgendwo meine Straßen, ich habe ja dieses Selbstfahrsystem von Faller, das muss ich ja auch noch irgendwo unterbringen. Oder ich mache es hier auf der Anlage. Ich weiß es noch gar nicht. Hier sehen wir mal mein Equipment, wenn ich da irgendwas filme. Um diese ganze Technik muss ich jedes Mal drumherum greifen. Ich wäre wahnsinnig. Aber ich mache es gerne, um das euch zu zeigen, wie man das oder wie ich das in dem Fall mache. Also man ist ständig irgendwo die Arme am Ausbreiten, irgendwie da was festzumachen und da irgendwas rumzufummeln. Aber ist egal, wie gesagt, ich mache es gerne und Spaß macht es ja auch. Und ich freue mich, wenn ihr euch freut und wir freuen uns alle zusammen. Und mit diesen ganzen netten Worten verabschiede ich mich für die Woche. Dann sage ich, macht's schön gut, bis nächsten Freitag 16 Uhr ist der Uli wieder für euch da. Tschüss, euer Uli aka Aquapainter.